Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Expert Advisor Betrüger erkennen. So lassen Sie sich nicht mehr täuschen mit FXFET und AlgoCamp. Und der Referent des heutigen Abends wird David Warnin sein. Und mein Name ist Nelson Cardoso-Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXFET. Ja, freue mich, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, hier bei dem Webinar live dabei zu sein. Wir schauen uns einmal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, auch wenn Sie heute das eine oder andere hören. Ja, sehr gut. Dann offiziell nochmal schönen guten Abend, David. Ich freue mich, endlich mal wieder mit dir ein Webinar zu machen und bin sehr gespannt, was du uns heute, ja, zeigen wirst und übergebe jetzt sehr gerne den Bildschirm. Vielen Dank, perfekt. Dann stelle ich kurz den richtigen Bildschirm ein. So, dann genau, dann sieht man den richtigen. Perfekt. Ja, vielen Dank für deine Einleitung. Auch von mir ein herzliches Willkommen in die Runde. Schön, dass heute wieder so viele dabei sind. Ich gehe gerade mal die Teilnehmerliste durch und da sind wieder einige dabei und das freut uns oder mich speziell in dem Fall immer sehr, wenn hier einige zusammenkommen für unser Lieblingsthema, dem Algo Trading. Ja, worum geht es heute? Eigentlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, vielleicht auch im ersten Moment vielleicht ein bisschen langweilig, aber wenn man gleich mal ein bisschen genauer ins Detail geht, eigentlich auch sehr spannend. Thema heute ist eigentlich, wie schützen wir uns ein bisschen vor, ich sag einfach mal Betrüger, EAs oder ja, falschen Handelssystemen, die einfach eine Absicht haben, und zwar, dass sie einfach verkauft werden, wo nichts dahinter steckt. Also ich rede nicht von Handelssystemen, die irgendwann mal in die Verlustphasen kommen oder die jetzt nicht jeden Monat 20% machen, sondern ich rede von Handelssystemen, die per Definition einfach betrügerische Absichten haben oder die Verkäufer besser gesagt. Und da gibt es auch einige Punkte, woran man das erkennen kann. Natürlich nicht immer garantiert und es gibt auch einige Tricks da draußen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Der Bereich ist immer sehr, sehr kreativ, was das angeht. Wieso haben wir eigentlich das Webinar so ins Leben gerufen? Wir hatten ja schon öfters mal über das ganze Thema generell gesprochen, aber vor wenigen Wochen, wenigen Monaten hatten wir noch eine neue Methode entdeckt, wie gerade ja, Käufer einfach getäuscht werden und die fanden wir sehr, sehr raffiniert, dass selbst wir gesagt haben, wow, da haben wir auch erstmal ein bisschen gebraucht, um raufzukommen und das wollen wir uns heute auch mal ein bisschen angucken. Wir hätten ja eigentlich geplant, dass wir heute einfach mal auf MQL.com, also auf die Seite von MetaTrader gehen und da mal den Market uns anschauen und schauen, welche Strategie gerade auf Platz 1 ist und wollten uns mal ein bisschen genauer anschauen. Leider ist die Strategie inzwischen aus dem Verkauf genommen. Deswegen können wir jetzt nicht diese live nochmal durchtesten, aber ich habe da noch ein paar Beispiele rechtzeitig gesichert, um das Ganze mal anzusehen. Also, kurz gefasst, welche Tricks gibt es gerade da draußen, die Sie kennen sollten und worauf sollten Sie zukünftig einfach darauf achten, wenn Sie Systeme, muss gar nicht kostenpflichtig sein, kann auch kostenlos sein, irgendwo herunterladen oder kaufen oder angeboten bekommen, wie auch immer. Darum geht es. So, wenn generell Fragen sind, sehr, sehr gerne einfach mal mit reinposten. Wenn sie geradezu passen, dann gehe ich einfach direkt die Fragen durch. Und ansonsten gehen wir natürlich gerne am Ende nochmal alle Fragen durch, so dass hier keiner mit offenen Fragen nach Hause gehen soll. Okay, fangen wir einfach mal an. Was gibt es so da draußen? Was kennen wir? Können ja gerne mal als hier in die Fragen posten, auf welche Systeme Sie vielleicht schon mal reingefallen sind oder wie Sie schon mal getrickst wurden, wo Sie gesagt haben, na, das habe ich übersehen oder darauf habe ich nicht geachtet. Da gibt es so einige Punkte oder einige Bereiche zum Beispiel. Gehen wir mal an unseren geliebten MetaTrader rein. Ich mache das ein bisschen größer. Perfekt, dann sieht man das auch alles. Die Ansicht kennen wir ja hier. Ich mache das mal ein bisschen größer, dass wir das Wesentliche sehen. Oh, das braucht man vielleicht gerade nicht. So, was haben wir hier? Wir haben natürlich unten unseren Strategietester, den kennen wir alle. Darüber testen wir dieses Thema und da kommen auch am Ende diese schönen Grafiken heraus mit einer Performance-Kurve, die idealerweise wie gemalt aussieht, so sind unsere Wünsche.
Und wir haben hier links unsere Experten, also unsere Handelssysteme drin. Wir haben jetzt hier beispielsweise Standardsysteme, MACD-Sample und den Moving Average. Das sind so Standardsysteme, sind natürlich nicht profitabel, aber die sind einfach mit eingebaut, um einfach mal so zu testen, wie läuft das eigentlich. So, zack, angewendet, aktiviert und das System läuft quasi schon. Also wir haben einmal die Übersicht mit unseren Experten, wir haben unseren Strategietester und die dritte Komponente quasi zu den Strategien, das ist einmal noch die Historiendatenbank, wo wir die ganzen historischen Daten verwalten können, herunterladen können, exportieren können, bearbeiten können. Also das ist, wie der Name schon sagt, die Datenbank mit den historischen Daten. Wie sieht es prinzipiell aus, wenn wir ein System, ja, uns ansehen, gekauft haben, wie auch immer, dann haben wir immer eine Performance-Kurve. Ich zeige dazu einfach mal einen Screenshot, dass wir das nicht live hier durchgehen müssen. Es dauert immer sehr lange, die Backtest. Aber in der Regel haben wir immer so Statements. Die sehen so ähnlich aus wie die Grafik hier. Wir haben eine Performance-Kurve. Wir haben hier ein paar Kennzahlen, die eigentlich ganz wichtig oder interessant sind. Und solche Verkaufsgrafiken sehen wir immer ganz, ganz oft. Das ist eigentlich das, was wir uns wünschen, wovon wir wahrscheinlich auch träumen, so gut wie keine Verlustphasen, eher Seitwärtsphasen, vielleicht minimale Rücksetzer, durchgehend über Tausende von Trades, eigentlich das, was wir uns immer so wünschen. Unabhängig von der Performance Set, das ist ja das Endergebnis, was wir bekommen, wenn wir halt hier den Backtest durchführen. Das heißt, so als Handelssystemverkäufer, also springen wir mal einfach kurz mal in die Rolle des Betrügerverkäufers, sage ich mal. Dann habe ich hier mein System gebastelt. Ich sage, das verkaufe ich jetzt den Interessenten auf den Euro-Dollar. Mache jetzt hier einfach mal einen Backtest für das aktuelle Jahr auf Stundenkerzen. Euro-Dollar, genau. Ziehe ich das hier kurz rein. Starte den Test. So. Und dann am Ende, es dauert jetzt ein bisschen, das müssen wir nicht komplett abwarten, haben wir dann ein Ergebnis und das sieht in der Regel so aus. Und das ist auch die Verkaufsgrafik von dem besagten EA, der ganz lange in den Verkaufscharts auf Platz 1 war. Geht gar nicht darum, welcher das genau war. Ich bin ja kein großer Fan davon, irgendwelche Systeme schlecht zu reden oder so. Darum geht es hier wirklich gar nicht. Bringt ihnen auch nichts, weil das System eh nicht mehr zu kaufen ist. Geht halt eher darum, um sowas zu erkennen für neue ähnliche Fälle. Also, dieses System mit diesem Ergebnis haben wir ganz lange beobachtet und uns immer gefragt, was steckt dahinter? Was steckt eigentlich genau dahinter? Haben das System selbst getestet, mit eigenen Daten getestet, auch mit qualitativ hochwertigen Daten getestet und wir kamen genau auf das gleiche Ergebnis raus. Wirklich von gefühlt 1999 bis heute hatten wir dieses Ergebnis und es ist nichts passiert. Wir haben das genau angesehen, wie gesagt, eigene Daten verwendet, selbst die Backtests durchgeführt, hier mit unserem MetaTrader, quasi live verfolgt, wie das Ganze lief, haben uns sie im visuellen Modus angeguckt und wir haben im ersten Moment den Fehler einfach nicht gefunden. So. Können ja gerne mal in die Fragebox schreiben. Vielleicht haben Sie eine Ahnung, woran das liegen könnte oder wo hier überhaupt ein Problem sein könnte. Aber da gab es keinen Grund, das irgendwie zu bemängeln. Wir haben auf alle gängigen Sachen geguckt, auf Parameter, haben auf die Qualität der Daten geguckt, hier beispielsweise 98% auf Kennzahlen drumherum. Das wirkte alles realistisch. Und die Anzahl der Verkäufe war auch extrem groß. Also wir haben hier Hunderte von Verkäufen von dem System gehabt. Das konnte man ja auch als Außenstehender betrachten und ansehen. Und von den ja, Kommentaren her waren eigentlich auch alle noch friedlich unterwegs, aber alles okay. Wir haben das System auch mal auf dem Demokonto laufen lassen, haben das dann nochmal gebacktestet. Also alles, was wir sonst immer so sagen, worauf man achten sollte, war hier alles total gegeben. Gab hier keine Auffälligkeiten im ersten Moment. So. Dann ist es so bei dem System, dass der Verkäufer dieses System immer nur für gewisse Währungspaare nach und nach freischaltet. Also generell, wenn jetzt jemand sagt, das System läuft nur mit dem Euro-Dollar, gar kein Problem, vollkommen in Ordnung, dann wird halt einfach die Eigenschaft des Marktes genutzt, speziell mit diesem System.
Aber da war es so, dass es immer Updates gab. Das heißt, der Verkäufer hat quasi gesagt, jetzt diese Version 1.0 läuft mit dem Euro und dem British Pfund. Und dann gibt es irgendwann ein Update, Version 1.1 quasi. Und diese Version läuft dann auch mit dem ja, australischen gegen den US-Dollar. Später gibt es 1.2, da laufen wieder neue Assets mit und so weiter. Das heißt, er passt das System an die einzelnen Assets an, was prinzipiell auch nicht verkehrt ist. Er spricht auch nichts dagegen. Wie gesagt, jeder Markt hat so eigene Eigenschaften, eigenen Charakter und da kann es durchaus sein, wenn ich beispielsweise ein System habe für den Euro-Dollar und da die durchschnittliche Tagesschwankung zum Beispiel bei 50 Pips liegt, dann nehme ich hier wahrscheinlich einen Stop-Loss von 50, 60 Pips. Und wenn ich ein anderes, exotisches, nicht so volatiles Währungspaar nehme, dann würde ich da vielleicht einen anderen Stop-Loss nehmen. Also prinzipiell völlig in Ordnung. So, und da, das hat uns ein bisschen gewundert, mit der Herangehensweise, dass er da mal sehr viel optimieren musste. So, und dann haben wir schon so ein bisschen den Braten gerochen, wo das Problem hier liegt. Und das ist, glaube ich, nicht einfach zu verstehen, selbst wenn ich das sage. Deswegen gucken wir uns das Ganze ganz genau nochmal an oder ich erkläre das ganz genau. Folgendes: Das System ist auf jeden Fall nicht realistisch. Also die Ergebnisse hier stimmen. Ich meine, der MetaTrader hat er nicht gehackt, aber er hat Folgendes gemacht. Oder wie habe ich es generell erstmal erkannt? Ich habe die Daten von dem Euro-Dollar, also die historischen Daten vom Euro-Dollar, hier im in der Historiendatenbank eingespielt, aber unter dem British Pfund. Das heißt, ich habe historische, realistische Daten, also Daten, die gab es mal, keine Fantasiedaten, vom Euro-Dollar auf Stundenbasis genommen, habe sie mir quasi exportiert und dann wieder importiert. Aber ich habe dem MetaTrader gesagt, dass das die Daten vom British Pfund sind. Oder andersrum, wie auch immer. Geht nur ums Prinzip an sich. Das heißt, ich habe den MetaTrader angelogen und gesagt, die Euro-Dollar-Daten sind nicht die Euro-Dollar-Daten, sondern die British Pfund-Daten. So, dann habe ich den Backtest neu gestartet und da der Verkäufer selbst ja gesagt hat, das System läuft mit dem British Pfund und mit dem Euro-Dollar, müsste es jetzt ohne Probleme laufen. Sprich, ich habe das System hier ausgewählt, nicht dieses, sondern das besagte System und habe dann hier gesagt, den British Pfund. So, offiziell, wie gesagt, nochmal offiziell hat er gesagt, der British Pfund läuft damit wunderbar. Mit diesem System auf Stundenbasis kein Problem getestet. Der Backtest lief durch. Und nochmal zur Erinnerung: Das ist der Backtest mit Euro-Dollar-Daten, auch wirklich eingespielt unter Euro-Dollar. Und jetzt zeige ich Ihnen den Backtest mit den gleichen historischen Daten, nur der MetaTrader denkt, dass es der British Pfund ist. So, ich suche die kurz raus und das Ergebnis sah dann so aus. Sprich, wir sind Richtung Margin Call gelaufen und irgendwann hat es dann auch komplett beendet. So, gleiches, also wir haben die gleichen historischen Daten verwendet, aber das System funktioniert plötzlich nicht mehr. Und das haben wir mit allen anderen Währungspaaren, die offiziell freigegeben waren, auch getestet. Haben beispielsweise, ich mache das hier mal zu, habe beispielsweise den australischen Dollar genommen und als Euro-Dollar eingespielt. Ich habe den British Pfund genommen und als kanadischen Dollar eingespielt. Und es war immer wieder das Gleiche. Die Systeme haben nicht so performt, wie sie offiziell angeboten wurden. Und das kann so nicht sein. Also das muss so funktionieren. Auch wenn der MetaTrader denkt, das sind jetzt British Pfund-Daten oder das sind Euro-Dollar-Daten, völlig egal. Die Historie ist ja identisch. Nur der MetaTrader denkt, das ist ein anderes Symbol. Was hat jetzt der Verkäufer hier ganz genau gemacht in dem Beispiel? Martin Gell, genau, muss ich noch dazu sagen, dahinter steckt ein Martin-Gell-System. Gar keine Frage, das kennen Sie wahrscheinlich. Das heißt, kurz zur Erklärung, wir erleiden einen Verlust mit einem Lot, dann verdoppeln wir das Volumen, handeln zwei Lots, dann vier Lots, acht Lots. Also wir verdoppeln immer das Volumen in der Hoffnung, dass der Markt irgendwann mal dreht. So. Und die eigentliche Performance-Kurve mit den geschönten Daten, die lief halt einfach so hoch. Und wenn wir die Daten bearbeitet haben, also dem vorgegaukelt haben, dass es andere Daten sind, dann lief es ähnlich, wie es immer bei Martin Gell laufen muss. Es läuft extrem gut und dann hat man mal, wenn man mal kurz am Margin Call kotzt, so Aussetzer und dann läuft es wieder hoch, läuft wieder gut, wieder Aussetzer,
knapp am Margin Call wieder hoch und irgendwann gibt es dann den Margin Call, wo wir einfach das gesamte Konto gegen die Wand fahren. Also immer noch die Frage, was hat jetzt genau der Verkäufer am Quellcode gemacht? Er hat sich einfach angeguckt, wann gab es diese Events. Also das ist ja alles, was schön war und dann gab es diese Momente. Sprich, wahrscheinlich ist das System einfach den Euro-Dollar-Long gegangen und der Markt ist gefallen. Das System hat die Position verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt und der Markt ist weiter gefallen, gefallen, gefallen. Und der Verkäufer hat dann einfach hier im Quellcode quasi reingeschrieben, hat gesagt, hier am, sagen wir, das ist der 1. März 2015, hat er gesagt, liebes Handelssystem, am 1. März 2015 führst du keine Trades durch, damit du dieses hier nicht erleidest. Das heißt, dadurch, dass es so im Programm eingeschrieben war, haben wir nicht diesen Verlauf gehabt, sondern wir hatten einfach diesen Verlauf und dann hat er halt einen Tag nicht gehandelt und dann ging es weiter. So, dann hat er sich den nächsten Mini-Crash angeguckt und gesehen, ah, okay, der 1. November 2016, also liebes Programm, das handelst du auch nicht und dann nochmal neu getestet, dann lief es immer so weiter. Bis hin hier, bis wir so eine Performance-Kurve erreicht haben. Das steckt dahinter. Das kann man als Käufer oder als Außenstehender schon gar nicht jemand, der sich nicht extrem mit auseinandersetzt, niemals erkennen in ihrem Bereich. Und dadurch, dass sich jetzt die historischen Daten vom Euro-Dollar als Pfund eingespielt hat, hat er quasi nicht den 1. März 2018 nicht gehandelt, sondern er hat ihn gehandelt, weil er mit seinen Daten in seinem Backtest da keine Probleme hat an den Tag. Und so hat er es halt mit allen möglichen Assets gemacht. So wie gesagt, ich glaube, das System lief mit 20, 30 verschiedenen Währungspaaren überall die Performance-Kurve wie geleckt. Aber es lag einfach nur daran, dass er sich die Tage rausgesucht hat, wo es schlecht lief. An den Tagen hat er es nicht gehandelt. Und damit hat er halt ein Martingale-System gehabt, was wie der heilige Gral aussah. Also wirklich eine Traum-Performance. Und das gibt es leider in der Realität so nicht. So, ich muss kurz Programm ausschalten. So, danke, das wäre. Genau. Und das ist ein Problem, wo ich sagen muss, dass, wie gesagt, als Endkunde, als Trader, als jemand, der nicht den ganzen Tag davor sitzt und sich extrem beschäftigt, bekommt man das niemals heraus. Also das ist auch ein Problem für diverse Plattformen, wie zum Beispiel MQL5.com, also die Herstellerseite von MetaTrader. Auch die können das so nicht prüfen. Das kann man nur herausfinden, indem man solche Tests durchführt, wo ich selbst sagen muss, die sind schon ganz schön kreativ, indem ich mal die historischen Daten exportiere und dann anderes Asset einspiele und nochmal teste. Kann mir keiner erzählen, dass man das so als Privatanwender durchführt, bevor man sich für ein System entscheidet. Also schon sehr, sehr raffiniert in dem Bereich, wo wir wirklich sagen müssen, wow, da steckt sehr, sehr viel kriminelle Energie dahinter. Gut, das ist der eine Punkt. Das kommt zum Glück nicht so oft vor. Ich weiß, das ist noch eine relativ neue Methode. Ich hoffe, die wird nicht allzu oft angewendet da draußen. Vielleicht war das nur ein kurzer Trend, dass dieser Trick abgezogen wurde, aber ich hoffe, dass das nicht weiter durch umgesetzt wird. Denn generell, was man auf jeden Fall mal sagen kann, um auch zu den anderen Punkten gleich zu kommen, wichtig ist immer bei solchen Performance-Kurven, ja, was soll ich sagen? Geld in die Hand nehmen und ganz schnell wegrennen. Das ist leider nicht die Realität. Gerade, kurze Geschichte dazu, gerade bei uns in der Kundenarbeit mit den Tradern von AlgoCamp, die auch automatische Systeme haben oder sich für interessieren, haben leider solche Erwartungen. Also die Erwartungen haben leider ja, geschnürt. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Vielleicht weil die einen oder anderen ein bisschen zu viel versprechen, aber sowohl das manuelle Trading, da zähle ich Ihnen nichts, als auch das Algo-Trading sieht von der Performance-Kurve nicht so aus. So. Also wenn wir einfach ranzoomen in gewissen Bereichen, dann sieht die Realität einfach so aus und wir verlieren auch mal oder sind lange auf einer Stelle und dann läuft es wieder gut. Also es ist keine Einbahnstraße. Wenn wir aber solche Einbahnstraßensysteme sehen, so nenne ich das mal, die so laufen, sollten wir grundkritisch sein. Das ist nicht realistisch, gar nicht über Jahre und schon gar nicht wie hier. Wir sehen unten eine Achse, ich glaube, das sehen Sie nicht so gut. Das sind die Anzahl der Trades. Also hier wurden unendlich viele Trades gemacht. Und dann solch eine Performance zu erzielen, das habe ich selbst so noch nie gesehen, ohne dass irgendwo was Kleines versteckt ist. So, ich schaue noch mal kurz in die Fragebox, ob soweit alles okay ist. Perfekt, keine offenen Fragen. Können wir dann direkt weitermachen.
So, was haben wir noch für Tricks, die es in dem Bereich gibt? Wir haben noch eine ganz wichtige Kennzahl, die wir ja nicht überbewerten sollten. Die sehen wir hier schon, die Qualität der historischen Daten. Die wird ja auch mal ganz gerne groß angepriesen von, wir testen unsere Systeme mit 99,99% sauberen historischen Daten. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt hier in dem Backtest haben. Da haben wir eine Qualität von, die wird hier nicht angegeben, keine Angabe. Mal haben wir 90, mal haben wir 80. Was gibt es dazu zu sagen? Da würde ich mich auch nicht blenden von lassen von der Zahl. Dahinter steckt durchaus eine Logik, die aber sehr altmodisch ist und sehr leicht zu fälschen ist. Man kann sagen, wenn wir irgendwo eine historische Datenqualität sehen von, ich sag mal, von 80% oder weniger, dann war die andere Seite nicht so klug, um die Zahl ausreichend zu bearbeiten. Die Zahl muss schon durchaus bei 90% sein, Minimum. Natürlich sind 99% das Höchste, was wir erreichen können. Aber was ich dann zu sagen kann, kurz und knapp, ist, diese Zahl ist manipulierbar im MetaTrader, im Backtest. Und deswegen würde ich das nicht als einziges Merkmal sehen, dass ich sage, okay, Performance-Kurve, ja, ich habe ja gehört, dass das hier nicht realistisch ist, aber Backtest-Qualität 99% oder 98%, da muss es ja stimmen. Das ist leider nicht so. Was wir aber auf jeden Fall sagen können, wenn die 80 oder kleiner 80 ist, dann ist die Qualität schon zu gering. Kurz zur Erklärung, was sagt eigentlich diese Zahl aus? Die sagt nicht wirklich was für die Qualität aus. Also ich würde sagen, ein Stück würde sie beschreiben, wie die Qualität ist. Das Einzige, was die Logik dahinter macht, ist zu schauen, gucke ich mal kurz in die historischen Daten rein, ist zu schauen, ob wir quasi, ob die Daten oder die Candles generell lückenlos da sind. Das heißt, wir haben jetzt hier Stundencandles, wir haben also 10, 11, 12, 13, sprich zu jeder vollen Stunde eine Candle. Also ist das alles korrekt. Das heißt, würde ich jetzt alles durchgehen und mir würde keine Candle fehlen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die zwei lösche, dann hätte ich jetzt keine gute Qualität mehr. Wir haben hier 9, 10, zack. Da fehlt 11 Uhr, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, so weit, alles in Ordnung. Aber hier fehlt eine. Also es wird geprüft, ob quasi ausreichend Kerzen für jede Minute, Stunde oder Tag da ist, je nachdem, wo wir unterwegs sind. Das ist die einzige Überprüfung, die stattfindet. Ob der Kurs quasi hier wirklich um 18:30 Uhr bei diesem Wert war oder ob das Volumen richtig war, ob der Markt da überhaupt auf hatte und und. Das fließt alles gar nicht mit in die Qualitätskennzahl mit rein. Also kurz und knapp gesagt, von der Zahl sollten wir uns nicht blenden lassen. Wie gesagt, wenn es unter 80 oder kleiner 80 oder 80 ist, dann sollten wir nicht viel Wert drauf legen, weil dann fehlen wirklich viele. Also dann fehlen quasi bei 80% von Mitternacht bis 10 Uhr, fehlen nämlich einfach mal 2 Stunden Kerzen. Ist dann schon relativ viel. Aber 99% ist keine Garantie dafür, dass der Test sauber ist. Denn wir sehen es ja auch hier, 98% und trotzdem ist das ja alles nur Betrug und stimmt alles gar nicht. So, das dazu. Was haben wir noch für Probleme? Spread. Da kann man gar nicht sagen, dass der Verkäufer da böse Absichten hatte. Das kann durchaus mal aus Versehen passieren. Das heißt, wenn wir also ein System haben und das historisch backtesten möchten, dann haben wir hier eine Angabe, Spread aktuell. Kurze Erklärung, was macht die Angabe hier? Der MetaTrader 4, der kann ja keine wirklichen Bid- und Ask-Preise historisch verwalten. Das heißt, wir haben ja immer nur einen Schlusskurs. Das heißt, wir sehen jetzt hier quasi, zu diesem Kurs kann ich verkaufen, zu diesem Kurs kann ich kaufen. Die Differenz davon, das ist das Spread, den wir zahlen. Und das kann der MetaTrader nicht historisch halten. Das heißt, er hat immer nur einzelne Preise. Das sehen wir hier nochmal in der Historia-Datenbank. Wir sehen also hier, selbst bei Minutenkerzen sehen wir nur um 19:07 Uhr war das Open, High, Low und Close. Wir sehen nicht jeweils Bid und Ask und wir sehen auch nicht den Verlauf dazwischen. Das heißt, wir haben hier keine Tickdaten und auch nicht den Bid und Ask-Preis und somit nicht den Spread. Aber an der Realität ist natürlich das Spread da. Wir können nicht mit einem Spread von 0 handeln. Den müssen wir so einpreisen. Und ich sag mal, die Zwischenlösung, die es hier im MetaTrader 4 gibt, ist die, dass wir einfach historisch sagen,
Das Spread historisch war durchgehend beim Pip. Dann tragen wir hier eine 10 ein. Das bedeutet dann quasi nicht 10 Pips, sondern 1 Pip, also 1,0 Pips. Und dann würde er historisch die ganzen Preise nehmen und immer einen Spread von 1 Pip draufpacken. So, das können wir, wie wir möchten, erhöhen und auch herabsetzen. Jetzt hier 10 Pips ist natürlich unrealistisch im britischen Pfund. Genauso wie die 2, also 0,2 auch unrealistisch ist, außer wir haben ein anderes Gebührenmodell, wo wir kein oder geringes Spread zahlen und dafür Gebühren zahlen. So, das Problem ist hier, dass ich natürlich hier auch ganz einfach eine 0 eintragen kann und dann kann ich ja auch bunt herum betrügen. Das kommt relativ oft vor und zwar bei Scalping-Systemen, also bei Systemen, die durchschnittlich pro Trade relativ wenig ja, gewinnen oder verlieren. Solche Systeme funktionieren in der Regel nur, weil das Spread nicht vorhanden ist. Das ist mal ganz wichtig, dass er realistisch ist. So, anderes Problem ist auch mit dem aktuell, da sollten wir uns auch nicht von täuschen lassen. Ich habe also die Möglichkeit zu sagen, Spread aktuell. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Test starten drücke, nimmt er in dem Moment den aktuellen Spread und wendet den komplett auf die Vergangenheit an. Das heißt, jetzt hätten wir einen Spread von 0,7 und dann würde er sagen, in den kompletten letzten 10 Jahren war das Spread 0,7 Pips. Ist prinzipiell okay, aber könnte ein Problem werden, wenn wir beispielsweise in einem Moment den Backtest starten, wo das Spread gerade zufälligerweise extrem gering ist oder extrem groß ist. Ich nenne es auch immer gerne zum Beispiel den Wochenendbug. Kurz bevor der Markt schließt und wir Wochenende haben, ist das Spread, weil der Markt ja auch zu hat, extrem groß, beispielsweise 5, 6 Pips. Und wenn ich dann am Samstag am Nachmittag hier den Backtest starte und Spread auf aktuell habe, dann habe ich einen historischen Backtest, wo ich bei jedem Trade ein Spread von 6, 7 Pips habe. Und das ist natürlich jetzt zumindest hier im Euro-Dollar oder wurde schon nicht realistisch. So. Das würden natürlich die Verkäufer mit bösen Absichten nicht machen, sondern die würden hier eher einfach eine zu geringe Zahl eintragen. Was auch gerne mal gemacht wird, ist zu sagen, Spread gleich 2 und dann zu sagen, ich habe hier ein Spread eingetragen von 2 Pips, also von 2 ganzen Pips und das ist ja schon größer, als es eigentlich ist und das System ist so robust und da musst du keine Sorge haben, dass du schlechter ausgeführt wirst. Eigentlich ist das System viel besser und so weiter und so weiter. Aber auch hier Fokus drauf legen. 2 heißt nicht 2 Pips, sondern 0,2 Pips und erst 10 oder 20 sind dann jeweils 1 oder 2 Pips. Auch ein kleiner Trick, der mal ganz oft oder gerne benutzt wird. Deswegen, wenn man dann hier so die Statements hat, dann immer schauen, wo ist der aktuelle Spread eingetragen, wie groß ist der, oder wenn wir selbst den Backtest zum Beispiel durchführen, dann sehen wir hier auch Spread. Den hatte ich auf aktuell, da hat er sich den aktuellen Spread gezogen und der war bei 8, sprich 0,8. Pips. Auch ein Trick, der sehr gerne dabei immer angewendet wird. Das nächste Problem, was wir haben, ist in die Überoptimierung oder auch Curve-Fitting genannt. Kennen wahrscheinlich einige von Ihnen, aber auch nicht alle. Das ist auch wieder ein Thema, das relativ schon tiefer ist, als die meisten wahrscheinlich unterwegs sind in dem Bereich. Was bedeutet Curve-Fitting eigentlich? Überoptimierung, kurz gesagt. Das heißt, ich habe einen historischen Zeitraum. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Euro-Dollar, mache den auf Wochenkerzen. So. Ich habe also hier zum Beispiel den Euro-Dollar auf Wochenbasis von 1996 bis, ja, bis heute. Und was mache ich? Also, ich nehme an, ich habe böse Absichten und ich möchte Ihnen ein System da draußen verkaufen, was so aussieht, aber auch wirklich so aussieht, ohne dass ich drumherum da was eingebaut habe, dass an gewissen Tagen nicht handelt und so weiter. Also vom Programmcode her völlig sauber, nichts Betrügerisches eingebaut. So, was würde ich dann machen? Dann würde ich mir einfach mal den Zeitraum von 1996 nehmen und würde den durchgehend bis heute optimieren und zwar überoptimieren. Was ich immer sage, und das ist auch wirklich so, wenn man sich lange genug einsperrt mit den historischen Daten, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man eine Performance hinbekommt, die fast so aussieht wie auf dem Foto oder die so ähnlich gut aussieht. Vielleicht sind wir ein bisschen realistischer unterwegs und wir haben auch ein paar Verlustraten, aber solche Performance-Kurven bekommt wirklich jeder hin. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man sie hinbekommt.
klingt toll, aber damit verdienen wir als Trader kein Geld. Das Problem ist einfach, dass wir bei der sogenannten Überoptimierung, also dem Curve Fitting, einfach so lange mit Parametern, die Parameter hin und her schieben, Variablen ändern, bis wir eine Variante gefunden haben, die funktioniert. Das heißt, ich sage beispielsweise, ich habe jetzt hier ein MACD-System oder ein Durchschnittssystem, nehmen wir einfach mal ein SMA-System. Ich nehme jetzt den 200er, dann habe ich mit dem 200er SMA beispielsweise ein Backtest-Ergebnis, das sieht so aus, also nicht so, ich irgendjemanden mit begeistern kann. Dann nehme ich einen 204er Durchschnitt, dann sieht das System schon mal ein bisschen besser aus. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden. Dann nehme ich noch den RSI, aber auch nicht wieder 214, sondern RSI 19, pack Pivotpunkte hinzu und dann sage ich noch, für Trade ist nicht am August und nur von 9 bis 17:35 Uhr und auch nur, wenn nicht Quartalsende ist. Das heißt, ich packe so viele Filter rein, weil ich die Vergangenheit ja kenne, bis ich ein Ergebnis habe, was genau so aussieht oder so ähnlich aussieht. Wie gesagt, das bekommen wir wirklich alle hin. Das Problem ist nur, und davon gibt es sehr, sehr viele Systeme da draußen, dass diese Systeme im Labor entstanden sind, oder gezüchtet wurden, besser gesagt, und die viele Funktionen haben, viele Filter haben, wahrscheinlich sehr, sehr, sehr komplex von der Struktur sind, aber dass sie einfach nicht für die harte Welt da draußen gemacht sind. Denn diese Systeme sind überoptimiert, Curve-Fitting, auf Basis der Vergangenheit. Das heißt, die kennen die Vergangenheit in- und auswendig und die wissen genau, wie sie wo agieren müssen und nicht. Und solche Systeme funktionieren durchaus ein paar Wochen noch in der Zukunft. Also sie brechen nicht sofort ein. Aber es sind wirklich nur wenige, ganz, ganz wenige Wochen in der Regel, wo es funktioniert. Und dann brechen die Systeme zusammen. Das sehen wir wahrscheinlich öfters auch. Dann haben wir im Backtest, also quasi bevor wir das System erworben haben, haben wir solch eine Performance-Kurve. Also hier ist man jetzt mal den Strich. Das ist hier so der Cut. Davor haben wir es gekauft. Davor wurde es entwickelt. Wir haben uns das links angeguckt und gesagt, super. Und dann starten wir das Live-Trading. Das sieht so aus und dann läuft es so runter. Das ist der eigentlich ein Klassiker in dem Bereich, was wir immer, immer wieder sehen. Das liegt einfach daran, dass das System im Labor entstanden ist, extrem überoptimiert wurde und keine, ich sage mal, keine intelligenten Funktionen für die Zukunft eingebaut hat. Das heißt, Systeme müssen dann halt immer robust sein. So, und deswegen gibt es nicht solche Systeme, die so aussehen. Das ist unrealistisch. Es gibt Phasen, es gibt durchaus Drawdown-Phasen von Monaten. Das heißt, Systeme, die natürlich über Jahre profitabel sind, sind durchaus mal 6 Monate lang am Stück im Verlust. Das gehört dazu. Wichtig ist es immer, gerade wenn Sie da draußen auch mal selbst vielleicht Systeme entwickeln, programmieren oder programmieren lassen, ist, dass Sie einen großen Wert darauf legen, dass das System nicht überoptimiert ist. Und das Problem hierbei ist natürlich zu wissen, wo fängt die Überoptimierung an und wo hört die gesunde Optimierung wiederum auf. Das ist sehr, sehr schwer in dem Bereich. Natürlich fangen wir irgendwo an. Also ich teste jetzt mein System mit dem SMA 20. Und der funktioniert nicht gut, dann möchte ich natürlich durchtesten, was funktioniert noch gut. Aber dann bin ich eher grob unterwegs. Das heißt, ich nehme dann beispielsweise den 20er SMA, funktioniert ganz gut. Dann nehme ich vielleicht noch den 50er, den 100er, den 200er und teste die grob. Aber ich gehe nicht ins Detail rein, dass ich sage, ich nehme den 143er SMA und den 71er RSI und so weiter. Das heißt, wir müssen uns immer fragen, wie kommen wir eigentlich auf solche Zahlen? Da gibt es einige, das hatten wir auch in einigen anderen Webinaren schon besprochen, Methoden, um seine Strategie robust zu gestalten, das heißt die sogenannten Robustheitsstrategien, Optimierungen durchzuführen. Ein sehr, sehr komplexes Thema, soll jetzt gar nicht so sehr Thema hier heute sein, aber da kann ich auch nur auf jeden Fall sagen, Achtung vor solchen Systemen, die so gut aussehen. Entweder sind die überoptimiert, Stichwort Curve-Fitting, oder aber da war jemand so kreativ und hat sich die Arbeit hier gemacht und hat sowas in dem Bereich ja, aufgebaut, indem er einfach in den Programmcode das Ganze eingebaut hat und ja, ein paar Betrügerfunktionen programmiert hat. So, an der Stelle gucke ich nochmal kurz in die Fragen herein, ob da nochmal etwas kommt.
Soweit nichts. Ja gut, wie gesagt, nochmal, wenn Fragen an der Stelle kommen, sehr, sehr gerne reinposten. Soll ja keiner mit offenen Fragen nach Hause gehen. So, was haben wir noch? Wir haben noch einen letzten Punkt in dem Bereich. Und zwar ist es eigentlich sehr, ja, für Programmierer ein sehr leichter Trick, um das Ganze zu betrügen. Für Außenstehende wirkt das relativ komplex. Und zwar ist es ja so, wenn wir also hier den MetaTrader haben, also das alles, das kann ich jetzt hier nicht bearbeiten, das spuckt der MetaTrader aus, aber ich kann das Ganze ja als Statement exportieren. Das heißt, wir haben dann am Ende einen ausführlichen Backtest, der dann so aussieht mit schönen Zahlen, vielen Kennzahlen und so weiter. Und da haben wir ja dann, ja, wir sehen quasi das hier, also wir sehen, wann wurde welcher Trade eröffnet, geschlossen, mit welchem Volumen, wo war der Stop-Loss, Take-Profit, also eigentlich können wir da jeden einzelnen Schritt nachvollziehen und das alles sehen wir dann hier in dem Statement. Das ist zum Teil, also bei uns sind zum Teil die Statements über 1500 Seiten groß. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Details. Da guckt keiner genau drauf, aber da kann man sehr, sehr viele Infos rausziehen. Und zum Teil muss man sich die auch noch selbst berechnen. Ich glaube, im letzten Webinar hatte ich auch ein Tool vorgestellt, das ist auch kostenlos, das ist nicht von uns, aber wir nutzen es auch gerne. Das heißt Quant Analyzer. Können wir gerne danach nochmal den Link in den Chat posten. Das ist ein Programm, mit dem wir quasi die Information hier aus dem MetaTrader exportieren können. Wir importieren das in das Programm und das Programm berechnet noch ein bisschen was für uns. So zum Beispiel noch ein paar andere Kennzahlen, ein paar andere Risikokennzahlen und zum Beispiel auch die Haltedauer der Trades. Finde ich eigentlich auch mal ein sehr, sehr wichtiger Wert, auf den nie geachtet wird. Das heißt, wie lange ist durchschnittlich eine Position auf? Wenn ich also ein System habe, was jetzt auf 5-Minuten-Basis unterwegs ist, dann gehe ich natürlich davon aus, dass die Trades jetzt keine Woche offen sind, sondern dann gehe ich eher davon aus, dass die Trades ja, vielleicht 24, maximal 48 Stunden offen sind, aber alles andere würde nicht dazu passen. Und wenn wir dann einfach mal die Haltedauer ausrechnen oder ausrechnen lassen von den einzelnen Systemen, dann kommen wir manchmal auf solche Ergebnisse hier zum Beispiel. Hier ein Testsystem, da hatte ich die Trades und die Historie der Trades mal nicht nach Datum oder Uhrzeit sortiert, sondern nach durchschnittlicher Haltedauer. Das heißt, oben sind die Trades, die am längsten gehalten wurden und unten sind die Trades, die am geringsten gehalten wurden. Das System lief auf 15 Minuten Candles, muss man dazu noch wissen. Das heißt, alle 15 Minuten wird entschieden, gehe ich jetzt ein Trade ein oder nicht und die Berechnungen werden durchgeführt. Und wir sehen hier ganz oben, da gab es einen Trade, der wurde 1300 Tage gehalten. Der zweite Trade 925 Tage, 912, 830 und so weiter. Also die Trades wurden über Jahre gehalten. Und hier der letzte Trade, ist noch ein kleiner Auszug, selbst der Trade hier unten wurde 383 Tage gehalten. Also ein ganzes Jahr wurde ein Trade gehalten und hier wurden 3, 4 Jahre ein Trade gehalten. Da würde ich auch ganz schnell wegrennen davon. Was steckt dahinter? Das ist auch sehr, sehr beliebt, diese Methodik. Und zwar werden Trades einfach gehalten. Das heißt, Gewinne werden relativ schnell geschlossen. Das heißt, wir machen eine Position auf. Sie ist 1, 2 Pips im Gewinn, zack, die Position wird sofort geschlossen. Und wenn die Trades im Verlust sind, dann bleiben die Positionen einfach auf, bis sie irgendwann mal im Gewinn sind oder es irgendwann eine Margin Call gibt, weil das Konto alle ist und kein Geld mehr da ist. Wie sieht das aus? Ich zeige das mal kurz auf dem Beispiel-Screenshot. Wir kennen ja alle die Performance-Kurven, da muss ich Ihnen nichts Neues erzählen. Und hier haben wir zum Beispiel ein Beispielsystem. Wir kennen das von FXBlue, MyFXBook oder anderen Online-Darstellungswebseiten. Da sehen wir immer zwei Linien. Das sehen wir auch übrigens im MetaTrader, im Backtest-Modus. Wir sehen hier die blaue Linie. Das ist die realisierte Performance. Das heißt, Kontostand plus die geschlossenen Trades. Und dann haben wir noch die blaue Linie. Das ist die unrealisierte Linie. Und das ist Kontostand plus geschlossene Trades plus offene Trades, also eigentlich der reale Kontostand. Das heißt, für mich ist reale Kontostand der Kontostand, den ich mir quasi jetzt auszahlen könnte, wenn ich alles schließe.
So, und da sehen wir hier zum Beispiel, viele sorgen dafür, dass keiner diese grüne Linie sieht. Und wir haben immer nur mit der blauen Linie, also mit der realisierten Linie. Oder aber, was ich auch sehr oft gesehen habe und mich auch immer wieder erstaunt, ist, dass die Trader gar nicht darauf achten. Also, dass sie das sehen, aber ignorieren, vielleicht weil sie es nicht wissen oder aber weil sie sich denken, das gehört dazu. Und hier haben wir zum Beispiel, wenn wir die zwei Sachen uns angucken, haben wir quasi ein perfektes Beispiel. Wir sehen ja hier die Performance-Kurve, die geht, also die blaue geht immer nur nach oben. Es gibt keinen Schritt nach unten. Das heißt, Trades mit Gewinn werden sofort geschlossen. Auch keine großen Sprünge, sind immer relativ kleine, humane Sprünge. Und die Trades mit den Verlusten, die bleiben so lange offen, bis sie im Gewinn sind. Das sehen wir nämlich. Hier zum Beispiel, beispielsweise wurde eine Position eröffnet, die lief im Verlust. Dann lief sie mal kurz ein bisschen besser, Verlust wieder ein bisschen besser, noch schlechter, dann lief es langsam hoch, wieder hoch und dann, als sie über dem Einstieg war, wurde sie geschlossen. Ganz nach dem Motto, nur Trades zum Gewinn schließen und keinen Trades zum Verlust schließen in dem Bereich. Wozu führt das? Früher oder später führt es auch dazu, wie beim Martingale-System, irgendwann kommt die Kurve nicht mehr hoch, irgendwann haben wir 10, 20, 30, 40 Trades mit einem Verlust offen. Dann lauert unten der Margin Call und dann kommt auch die blaue Linie runter zum Null, zur Null. Das ganze Konto ist weg, alles ist verloren und das System kann auch nicht mehr weiterhandeln. Das ist ja eigentlich ein Problem. Das haben wir im Martingale, das haben wir eigentlich bei fast jedem System, wo Absichten dahinter stecken, die nicht die seriösesten sind in dem Beispiel. So, gucke ich noch mal kurz die Frage rein, ob da noch mal was kam. Perfekt. So, ich schaue nochmal rein. Da haben wir eine. Ja, genau. Hier schreibt auch jemand, dass er diese Performance-Kurven ganz oft gesehen hat. Genau, die kommen durch Überoptimierung, hatte ich ja anfangs auch mal kurz erwähnt. Es gibt so viele Varianten, aber es ist einfach ein Klassiker. Man zeigt den potenziellen Interessenten immer nur die realisierte Kurve und die grüne Kurve wird geschickt versteckt. Ich habe auch bei MyFX kann man das einfach ausblenden lassen oder man blendet die offenen Trades aus. Oder wenn sie nicht ausgeblendet sind, dann guckt man einfach mal und sieht dann irgendwie 1000 Trades offen, unrealisiert und ja, das funktioniert immer eine Zeit, muss man ganz klar sagen. Ne? Also wir können ja hier rein theoretisch auch sagen, wir hätten jetzt hier in dem Bereich, hätten wir das Ganze ausgemacht. Hätten wir natürlich einen Gewinn mitgenommen. Wir haben hier bei 24 gestartet, haben hier bei 27 ausgemacht, haben hier ein paar tausend Gewinn mitgenommen. Es funktioniert immer eine Zeit lang. Aber das Gefährliche hieran ist, dass hier die Gier kommt. Und was die Gier mit unserem Gehirn machen, das wissen wir alles. Und spätestens nach so ja, ein paar Tage oder ganz wenigen Wochen sind wir auf so einem Level, wo wir sagen, das System ist der heilige Gral, ich erhöhe jetzt das Volumen und ja, werd jetzt Millionär über Nacht und dann kommt es irgendwann, wie es kommen musste. Und dann haben wir extrem viel Volumen, viel zu viel Risiko und das System stürzt dann ein. Ich glaube, fast jeder hat das schon mal durchgemacht. Ich selbst habe das ganz damals am Anfang auch einige Male mehr mitgemacht. Ich glaube, mehr als der Durchschnitt. Und ich wollte es immer nicht glauben. Ich dachte, da gibt es irgendeine Variante, die dann doch funktioniert. Aber so ist es leider nicht. So, dann schaue ich nochmal rein. Ich hatte auch mal eine EX4 getestet und die sah so aus wie bei dir und die Stückzahl wurde immer mehr nach oben angepasst, sodass man in kürzester Zeit ein super profitables System hatte. Ja, genau, das ist das Problem. Das ist der Martingale. Also ich gehe initial mit einem Lot rein, mache zwei Pips Gewinn, schließe die Position. Mache die nächste auf wieder mit einem Lot. Die ist nicht im Gewinn, sondern die läuft im Verlust. Dann mache ich die nochmal auf mit zwei Lots, dann mit vier Lots. Das ist so das Prinzip aus dem Casino. Im Roulette-Tisch wird das auch gerne gespielt. 10 € auf Rot, es kommt Schwarz. Dann setze ich 20 auf, wieder auf die gleiche Farbe, dann 40, 80. Und irgendwann sind wir am Tischlimit oder irgendwann sind wir an unserem Limit angekommen. Und das ganze Geld ist dann weg. Das ist Martingale. Wie gesagt, draußen gibt es tausende von Variationen, die immer wieder versuchen, Martingale ins Positive zu bringen, aber es funktioniert einfach nicht. Also ich habe bis heute keins gesehen. Ich weiß, leider gibt es da draußen einige gestandene Trader, die daran glauben und das auch viele Kunden anbieten.
kann jeder machen, wie er möchte. Wie gesagt, ich würde das durchaus auch handeln, aber ganz wichtig, nur mit Spaß und das mit. Das heißt, ich würde vielleicht auch ein kleines Konto aufmachen mit 1000 Euro, die ich völlig über habe, zum aus dem Fenster werfen, die ich nicht brauche für irgendwas und mal den Geldsystem laufen lassen. Aber es ist eine reine Glückssache. Ich kann natürlich hier mit 1000 Euro starten und sage irgendwann, super, ich habe jetzt 2000 Euro, mach das aus. Vielleicht komme ich nie dazu, vielleicht komme ich direkt in Verlustphasen, aber am Ende des Tages können wir genauso gleich ins Casino gehen und die 1000 Euro auf Grün setzen. Da ist die Chance vielleicht mal ein Stückchen weiter höher. So, also beim FX-Book gibt es also viele Schummler. Was meinst du, wie hoch die prozentuale Quote ist? Ja, so eins muss man auf jeden Fall sagen. MyFX-Book ist generell von der Struktur her so aufgebaut, dass das, was da steht, schon stimmt. Also man hat es da sehr, sehr schwer, wenn man da irgendwelche Zahlen betrügen möchte. Also ich kenne da keine aktuelle Möglichkeit, um da irgendwas zu faken. Man kann das Ganze halt nur so ein bisschen, ja, ein bisschen mitspielen, indem man gewisse Sachen einfach ausblendet. Die einzige Lücke, die ich beispielsweise bei MyFX-Book kenne, ist die, dass einfach Konten angebunden waren am MyFX-Book von Brokern, die ja im Kinderzimmer gegründet wurden. Also irgendwo auf einer einsamen Insel mit einer Regulierungsbehörde, die aus 2 Mann besteht. Das ist durchaus ein Trick, der gerne mal angewendet wird. Also wenn wir irgendwie sehen, Broker ist XYZ, High Money, Millionär über Nacht, Broker oder so, und wir sehen eine Top-Performance, die verifiziert ist, mit allen Daten offen, dann würde ich da weit, weit wegrennen, weil das unrealistisch ist. Aber sonst, das, was wir beim MyFX-Book sehen, das ist durchaus realistisch. Wie gesagt, leider muss man ganz genau hingucken, weil einige Sachen einfach ausgeblendet werden können. Also es wird nicht gelogen, es wird dann vielleicht mal ein bisschen was verschwiegen, auf jeden Fall. Aber eine prozentuale Zahl, wie viel da geschummelt wird, kann ich echt nicht sagen. Gibt sehr, sehr, sehr viel Mist, gibt aber auch einige schöne Track Records in dem Bereich. Da muss man einfach mal schauen, welche man gerade sieht und dann ein bisschen auf die einzelnen Kennzahlen achtet und dann kann man das so ein bisschen herausfinden. So, was haben wir noch? Ja, genau. Sie sagen es auch, genau. Mit ein bisschen Spielgeld. Ich kenne auch einige Vermögensverwaltungen, die nutzen auch das Martingale-System. Ich kenne auch eine Vermögensverwaltung oder ein Family Office besser gesagt. Die haben einen großen, sehr, sehr, sehr viel Kapital, also dreistelliger Millionenbereich. Und die sagen es zum Beispiel auch, die nehmen einfach 0,5% vom Kapital und lassen es einfach mit einem Martingale laufen, als so ein bisschen als Vierer fürs Konto. Ne? Das heißt, maximal sind es dann 0,5% eventuell verloren, aber möglich steht auch ein sehr, sehr großer Gewinn. Das kann man durchaus machen. Das ist nicht meine Empfehlung, aber es muss dann bewusst sein und es ist ein bisschen Glück mit drin. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, es ist jetzt nicht wertend gemeint, wenn man darauf reinfällt. Selbst Große finden das verlockend und probieren es mal aus, aber am Ende des Tages sieht es immer gleich aus. Entweder steigt man früh aus, oder man checkt so spät aus und das Geld ist weg. So, perfekt. Dann sind wir eigentlich mit allen Tricks soweit durch. Es gibt natürlich noch einige Kleinigkeiten immer wieder, aber das sind so die größten Sachen, wo ich auf jeden Fall sagen muss, bitte unbedingt darauf achten, gerade mit der Geschichte hier, wenn die historischen Daten so bearbeitet werden oder man besser gesagt, die Tage aus der Vergangenheit als Programmierer einbaut, wo man nicht handeln soll. Da muss ich wirklich sagen, wer darauf reinfällt, da kann nichts dafür. Da kommt man einfach nicht so leicht drauf. Das ist sehr, sehr schwer zu testen. Also, was könnten Sie dagegen tun, wenn Sie irgendwo ein System haben, was Sie sich programmieren lassen haben oder irgendwie auf dem Rechner haben? Ist es das Einfachste, indem wir dann beispielsweise den Test machen, indem ich sage, Historiendatenbank. Das System wurde mir verkauft als funktioniert mit dem Euro-Dollar und mit dem British Pfund, dass ich dann einfach mal die Daten vertausche, also Euro-Dollar exportiere und dann hier beim British Pfund importiere und dann mal gucken, wie es damit läuft. Ins Programm rein können wir natürlich nicht schauen. Ich meine, wenn wir den Quellcode nicht haben, kann ich da nicht reingucken, kann ich also nicht gucken, ob da irgendwo steht, dann und dann nicht handeln, dann und dann schon handeln, dann nicht handeln, dann mehr Volumen handeln. Können wir einfach nicht. Aber mit dem kleinen Trick mit den historischen Daten können wir es innerhalb von, ja, das sind jetzt hier 5 Klicks exportieren, importieren. Wir müssen eher ein bisschen länger warten, bis das Ganze abgeschlossen ist. Können wir es eigentlich ganz gut herausfinden und sparen am Ende des Tages dann auch viel, ja, einfach viel Trading-Kapital, was wir nicht verlieren, weil wir ein System nutzen, was
einfach nicht profitabel ist. So, am Ende des Tages wollen wir alle nur eins, und zwar mit dem Trading Geld verdienen. Super. Wenn jetzt noch Fragen da sind, sehr, sehr gerne reinposten. Ich gucke noch mal, welche wir hier noch offen haben. Auf welche Kennzahlen achtest du da? Wahrscheinlich sind gemeint die Kennzahlen von Handelssystemen generell. Worauf achte ich immer? Ich muss inzwischen sagen, es gibt nicht mehr, ich kann nicht mehr sagen, welche Kennzahlen die wichtigsten sind, worauf jeder achten muss, beziehungsweise wie die aussehen sollen. Ich bin ein bisschen, ich gehe inzwischen mal ein bisschen von der anderen Seite heran und schaue, was kann der Trader eigentlich aushalten. Eine Kennzahl, die sehr oft unterschätzt wird, zum Beispiel, das ist die Stagnationszahl. Das heißt, wie lange tritt ein System auf der Stelle, bis es wieder Geld verdient? Ich zeichne das mal kurz mal ein bisschen ein zum besseren Verständnis. Also ihr habt eine Performance-Kurve, die sieht so aus. So. Und die maximale Stagnationszeit ist dann halt die Phase, wo wir kein Geld verdienen. Und zwar ist das quasi die hier. Das heißt, wir treten hier nur auf der Stelle. Wir machen mal einen Gewinn, mal einen Verlust, aber haben kein neues Depot hoch in dem Bereich. So, und die kann ja relativ lange dauern. Also ist auch nicht unrealistisch oder negativ, aber das kann durchaus mal ein halbes Jahr oder das kann auch ein Jahr lang gehen, dass ein System auf der Stelle tritt. Und da müssen wir uns als Trader immer die Frage stellen, kann ich es aushalten, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ein System laufen zu lassen, ohne Geld zu verdienen, ohne einzugreifen, ohne nervös zu werden und irgendwelche manuellen Spielereien zu machen? Wenn ich sage nein, dann ist das beste System für uns nichts. Das erlebe ich immer wieder. Selbst mit den profitabelsten Systemen schaffen sehr viele trotzdem Verluste zu machen, weil die Systeme nicht zu einem passen. Also Stagnation, sehr, sehr, sehr wichtig in dem Bereich. Ansonsten muss natürlich gesamtes Verhältnis übereinstimmen. Das heißt, der Drawdown muss zur durchschnittlichen jährlichen Rendite passen. Die Haltedauer der Trades ist immer relativ wichtig. Und was auch ganz wichtig ist, ist, was mache ich durchschnittlich pro Trade? Das ist so ein kleiner Robustheitsfaktor. Das heißt, wenn ich ein System habe, was durchschnittlich 0,2 Pips im Euro-Dollar macht, wäre ich im Live-Modus etwas skeptisch, weil ich Angst hätte, dass die Slippage oder einfach der reale Markt mir diese Mini 0,2 Pips wegnimmt. Das heißt, wenn ich mit jedem Trade, ich muss mit jedem Trade punktgenau ausgeführt werden oder darf maximal 0,2 Pips Slippage haben, ansonsten bin ich mit dem System negativ. Das ist auch mal eine ganz gute Kennzahl. Also der durchschnittliche Ertrag pro Trade in Pips sollte nicht zu gering sein. Das ist ganz wichtig. So, was haben wir hier noch? Kurz alles durchscrollen, das haben wir schon, das haben wir auch schon. So. Ja, auch bei den besten Systemen gibt es irgendwann längere Seitwärtsphasen von Wochen, Monaten. Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne nicht alles, ich kenne nicht die komplette Welt da draußen. Mag durchaus sein, dass es einige Systeme gibt, die keine Stagnationsphasen haben, also keine Seitwärtsphasen. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich muss auf jeden Fall sagen, wenn ich ein System habe, was beispielsweise von 2000 bis heute, also 18 Jahre, funktioniert, dann ist es völlig gesund, wenn ein System auch mal ein Jahr nicht funktioniert. Die besten Unternehmen der Welt machen auch nicht jedes Jahr Gewinn. Die haben auch mal ein, zwei Jahre Phasen, wo einfach gerade der Markt nicht dazu passt. Und das ist bei Handelsstrategien oder bei Handelssystemen genauso. Der Markt passt nicht immer zur Strategie. Mal sind die schwachen Phasen da, mal sind die starken Phasen da. Aber Stagnation von Monaten gehört garantiert dazu. Das müssen wir einfach überstehen. Das ist hart. Aber die Frage müssen wir uns im Vorfeld stellen, dann würden wir einfach sagen, nein, das halte ich nicht aus, Stagnation von 6 Monaten halte ich nicht aus, dann werden wir mit dem System einfach niemals Geld verdienen. Wenn wir nach 2 Wochen schon anfangen, das System auszumachen, anzumachen, rumzuspielen oder das System komplett zu beenden. Das ist leider so und es kommt öfters vor, als man vielleicht denkt, auf jeden Fall. Das kann ich aufgrund der Zusammenarbeit mit unseren Tradern von IOCAM auf jeden Fall bestätigen in dem Bereich. Super, dann sind wir soweit am Ende soweit erstmal angekommen. Noch 2, 3 Sachen, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Fragen haben wir auch soweit alle beantwortet. Wir haben ja in Zusammenarbeit mit
FX Flat den Forex-Screener. Den haben Sie vielleicht schon mal gehört oder jetzt das erste Mal. Forex-Screener.de. Das ist ein, ja, für alle, die noch manuell traden möchten oder Unterstützung haben möchten von einem Roboter, das perfekte Tool. Denn wir können damit uns ein bisschen Arbeit abnehmen lassen und können den Markt für uns automatisiert scannen lassen. Das heißt, ich kann hier mit zwei, drei Klicks einfach sagen, lieber Markt, zeig mir mal alle Assets an, die zum Beispiel heute 10% gestiegen sind oder alle Assets, die in den letzten 5 Tagen positiv waren oder 10 Tage in Folge negativ waren. Also das alles, was wir mühsam scannen müssten, können wir hier innerhalb von wenigen Sekunden machen. Und das Tolle daran ist, alle aktive Kunden von FXBet bekommen den kostenlos. Ganz einfach ohne Haken. Ohne Haken, wie bei den Systemen, können wir hier einfach auf Zugang erstellen klicken und dann füllen wir unten ein paar Daten aus und dann geht der Antrag quasi digital zu FXBet und dann wird geschaut, ob die Daten soweit alle stimmen, ob sie Kunden sind und dann haben Sie einen Zugang dazu und können das kostenlos nutzen, wirklich ohne versteckte Kosten, müssen hier nicht mal irgendwelche Bankdaten und Ähnliches eingeben. Das funktioniert komplett kostenlos. Und wo wir beim Thema Automatisierung sind, wenn Sie natürlich an das Thema generell interessiert sind und ja, vielleicht ein paar Handelssysteme sehen möchten, die auch wirklich funktionieren, ohne betrügerische Absichten, dann kann ich Ihnen auf jeden Fall unsere Webseite algo-camp empfehlen. Das ist ebenfalls Partner von FXBet und da haben wir einige Systeme im Sortiment, die Sie sich gerne mal genauer ansehen können. Haben wir auch Starterbox für alle, die beispielsweise sagen, wir sind jetzt noch recht frisch dabei und möchten da mal reinschnuppern. Wie gesagt, einfach mal bei uns ein bisschen umsehen. Und wenn Fragen sind zu den Themen generell, immer gerne, wie Sie möchten, an FXBet wenden oder an uns von AlgoCamp wenden. Da bekommen Sie auf jeden Fall von beiden die Hilfe dazu. Super. Dann würde ich mich Ja. an dieser Stelle schon mal bei Ihnen bedanken und der Nelson ist auch wieder Ich war nie weg. da. Ja, vielen Dank für das heutige Webinar. Sehr informativ und vor allen Dingen hast du auch schon fast eine gute Überleitung zum nächsten Webinar hergestellt. Und zwar wird ja das nächste Thema sein, Forex Screener, neue Filter und Funktionen. Deswegen hier schon mal von dir einen kleinen Teaser, was vielleicht nächsten Monat dann alles zu sehen sein wird. Und ja, ich bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern für das aktive Mitmachen und die ganzen Fragen. Das macht das Ganze natürlich für Sie auch interessanter und natürlich auch für David als Referent. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Die Aufzeichnung kommt natürlich so schnell wie möglich online. Sollte in den nächsten Tagen passieren. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn Sie dann nächsten Monat wieder dabei sind. Passen Sie auf Ihre Position auf. Noch eine erfolgreiche Woche. Und David, du hast dich ja zwar schon verabschiedet, aber wenn du noch ein paar Worte verlieren möchtest, hast du gerne das Schlusswort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen, die dabei waren. Freut mich mal wieder, wenn wir uns hier zusammentreffen und um über unser Lieblingsthema, dem automatisierten Handel, zu sprechen. In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für Ihre kostbare Zeit, wünsche Ihnen einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn wir uns auf jeden Fall bei einem der nächsten Webinare wiedersehen. Also, schönen Abend und bis demnächst. Tschüss.